Hallo und moin, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen wieder bei Lass mal schnacken auf dem gelben Sofa. Heute habe ich mir einen Herrn eingeladen, der war mal viele, viele Jahre im sportlichen Bereich tätig, aktiv und aber auch sehr, sehr viele vieles im Ehrenamtlichen gemacht. Ich freue mich, dass er da ist. Jetzt hat er mehr Zeit auch und jetzt sitzt er hier und wartet darauf, dass wir miteinander sprechen. Und ich möchte ihn jetzt erstmal vorstellen, Hans-Ludwig Meyer-Lunden, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier heute auf dem gelben Sofa sitzen darf. Dankeschön, das freut mich natürlich auch und wir sind ja seit langem schon in Kontakt. Und jetzt ist es endlich soweit, dass du da bist. Freue mich ganz besonders. Wir kommen jetzt erstmal zu deinen ehrenamtlichen Tätigkeiten. Hast du jetzt auch unter Corona leiden müssen? Ja, natürlich ist an den Sportverbänden und insbesondere an den drei Fußballverbänden, das heißt DFB, Norddeutscher Fußballverband und Schleswig-Holsteinischer Fußballverband, die Pandemie nicht spurlos vorbeigegangen. Und das Entscheidende dabei ist auch, es lagen keine fertigen Konzepte in der Schublade, um diesen Dingen Herr zu werden. Konzepte haben wir natürlich für andere Dinge wie Talentförderung und so weiter. Ich finde diese Frage ganz herausragend, weil ich einfach feststelle, dass man das alles viel zu selbstverständlich sieht. Lass mich das vielleicht mit drei Beispielen bei den einzelnen Verbänden zum Ausdruck bringen. Der Schleswig-Holsteinische Fußballverband hat natürlich sehr darunter zu leiden gehabt, dass der Spielbetrieb auf Stillstand war. Und ich denke, meine Nachfolger haben einen ganz tollen Job gemacht. Je nach der Verfügungslage des Landes Schleswig-Holstein hat man diese Dinge immer angepasst. Dazu kamen natürlich noch die Denken der unterschiedlichen Gesundheitsämter, die natürlich auch eine Rolle dabei gespielt haben. Aber insgesamt sind wir sehr gut in Schleswig-Holstein, finde ich, durch die Pandemie. Im Gegenteil, ich denke, der Fußballverband hat auch so ein bisschen eine Vorreiterrolle eingenommen, zusammen mit dem Landessportverband. Ja, und die Problematik ist bei dem Norddeutschen Fußballverband noch mal anders. Das ist der Dachverband von vier Landesverbänden, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Und wie bekannt, da gab es sehr unterschiedliche Verfügungslagen. Ja. Und da dann einen Spielbetrieb aufzuziehen, das war wahnsinnig schwierig. Ja. Dazu, und das war mein letztes Amt, was ich ja vor 14 Tagen dann aufgegeben habe, nämlich mit den Finanzen. Das war ein besonderes Thema. Der Norddeutsche Fußballverband wird nur gespeist finanziell aus den Spielabgaben der ersten, zweiten und dritten Liga und der Regionalliga. Ja, wenn keine Spiele sind, keine Einnahmen. Wir haben natürlich Rücklagen gehabt und letzten Endes hat den Norddeutschen Fußballverband eine Solidaritätszahlung des DFB und der DFL, also der Bundesliga, ein wenig gerettet. Bei unserem Mutterverband, dem Deutschen Fußballbund, da verrate ich kein Geheimnis, dass 80% der Einnahmen dieses Verbandes resultieren aus Einnahmen aus der Nationalmannschaft. Und da haben wir letzten Endes ja nur die Einnahmen gehabt aus der Fernsehvermarktung über den neuen UEFA-Vertrag, den es dort entsprechend gab. Und das hat sich natürlich in den Finanzen niedergeschlagen, insbesondere weil es beim DFB ein Riesenprojekt gibt, nämlich der Neubau der Akademie, der mit 150 Millionen, ja, das ist schon eine stolze Summe und das muss man aus den Rücklagen aufbringen. Und wenn denn solche Einnahmen wie die der Nationalmannschaft wegfallen, das ist schon ganz schön schwierig. Aber auch das hat man hingekriegt. Gut, das sind ja natürlich Erkenntnisse, die wir jetzt das erste Mal hören, ich zumindest, was die Nationalmannschaft doch sehr, sehr einträglich ist. Ne? Ja, natürlich. Das ist natürlich einerseits die ganzen Sponsoren, das gehört alles dazu, wie die großen Partner. Ja. Und ein Partner, das ist ja auch durch die Gazetten gegangen, das ist die Lufthansa, die weggebrochen ist. Und andere, dazu kommt natürlich ein Thema, kommen wir vielleicht sicherlich noch drauf zu sprechen, ist das Image des Deutschen Fußballbundes. Da gab es schon bessere Zeiten. Allerdings. Ich glaube aber, um das vielleicht noch mal zum Abschluss zu der Frage zu Corona, ich glaube, wir haben viele der Sitzungen virtuell gehalten. Ja. Und ich glaube, wir haben im Norddeutschen Fußballverband entschieden, dass wir zukünftig 50% der Sitzungen nur virtuell machen werden.
Ich glaube, die ganze Geschichte, und nun spreche ich eigentlich für die Wirtschaft, ich glaube, dieses ganze Thema Homeoffice, virtuelle Sitzung, meine drei Frauen, das heißt meine Frau und meine zwei Töchter, die arbeiten von zu Hause aus. Und das sind Jobs, die man so fertigen kann. Und ich denke einfach an die Zukunft. Wir wollen klimaneutral werden. Wenn wir weniger auf der Straße sind und von zu Hause aus arbeiten können, glaube ich, dass das die Arbeitswelt ganz entscheidend verändern wird. Vielleicht nicht zu 100% als Homeoffice, aber zu großen Anteilen, das kann ich mir schon vorstellen. Und was wir entschieden haben im Sport, das kann ich mir auch gut für Unternehmen in Schleswig-Holstein, in Deutschland, in der Wirtschaft vorstellen. Hoffentlich kommt deine Worte an die richtige Stelle. Ja. Gut, okay, das war eine schöne Ausführung und die ist auch verständlich. 14.07.51 in Kiel geboren. In welchem Stadtteil denn? Ja, ich bin heute 70 Jahre und ich lebe 70 Jahre in Kiel-Welsee. Meine Mutter hat mich relativ spät bekommen, mit 39, weil 1949 mein Vater erst aus Kriegsgefangenschaft in Kanada und England zurückgekommen ist. Und ich glaube schon, dass ich eine ganz tolle Kindheit, ich bin Einzelkind, schon in dem Stadtteil Welsee gehabt. Und zwei Attribute, die sprechen vielleicht Bände, in welcher Zeit ich groß geworden bin. Ich heiße Hans Ludwig Karl. Hans von meinem Vater, Ludwig von meinem Opa und Karl von meinem Onkel. Und das bezeichnet eigentlich, in welcher Zeit ich groß geworden ist. Zudem bin ich in einem Ort groß geworden. Unser Haus, wo ich heute noch lebe, ist ein Haus von 1890. Das hatte die Hausnummer, die hieß Dorfstraße 1. Und das zeigt den Charakter, den Welsee hatte. Welsee ist erst 1970 nach Kiel eingemeindet worden. Und hinter uns waren dann entsprechende Bauernhöfe. Ich bin also in einer sehr dörflichen Umgebung groß geworden. Das hat mir immer sehr viel gegeben. Hatte sicherlich den Nachteil, dass wir nicht so viele Jungs in meinem Alter waren. Das war ein bisschen schwierig. Also, prima. Wunderbar. Gut, hast du neben Fußball logischerweise, ja, da kommen wir ja noch zu, noch etwas anderes in die Hobby gehabt in deiner Kindheit? Ja, vielleicht noch mal auf den dörflichen Charakter zurück. Da gab es Bauern und da hat man dann immer sich ein kleines Geld verdient beim Bauern. Man ist mit Pferd und Wagen zum Melken gefahren. Also in solcher Zeit bin ich groß geworden. Ich habe meinen ersten Porsche gefahren, das heißt einen alten Trecker. Das hat man dort gemacht, aber mein wirklich wahres Hobby, auch in diesem Alter, war wirklich der Fußball. Mein Vater war Maurerpolier, mein Nachbar war Zimmerpolier. Und was haben sie uns, fünf Jungs, so viel waren wir nämlich nur dort, haben uns ein Tor gebaut und da haben wir dann immer gebolzt, meist zu viert. Und dann haben wir, das kennt kein Kind heute mehr, haben wir Hamburger gespielt. Ein Torwart, zwei Verteidiger, ein Angreifer und auch mal anders. Ja. Da habe ich viele, viele gute Erinnerungen dran. Von den fünf Leuten, da gibt es leider nur noch zwei. Die anderen sind leider schon. Ja, ist ja nun mal so. So, mit 10 Jahren wurdest du angemeldet, dann sicherlich bei Fortuna Welsee? Nein. Fortuna Welsee wurde 1948 gegründet und Fortuna Welsee hatte zu dem Zeitpunkt keine Jugendabteilung. Ich kann mich noch gut erinnern, des Sonntags alle 14 Tage musste ich mit meinem Vater auf den Sportplatz gehen. Das war draußen, wo heute die DVG ist, wo die Landesbausparkasse ist. Da mussten vorm Spiel erstmal die Kuhfladen weggekratzt werden und dann spielte Fortuna Welsee dort. Und anschließend ging es in die Seeperle und dann hat Klein Ludwig eine Carina-Schokolade bekommen und eine Sinalco und hat sich denn und der Vater hat Skat gespielt. Das war auch ein Teil meiner Jugend. Ja, die Frage mit 10 und das wird auch kaum einer wissen. Damals konnte man erst mit 10 beginnen, Fußball zu spielen in der Knaben. Heute heißt das D-Jugend, aber Altersgruppen wie E, F, G-Jugend, ja, die hat es damals nicht gegeben. Nee. Und meine Mutter, die war auch eine herausragende Sportlerin, die war Turmspringerin und Turnerin. Und die hat gesagt, bevor du Fußball spielst, gehst du erstmal schwimmen oder du gehst turnen. Und das wurde dann auch so
umgesetzt. Und ich glaube, das war auch nicht zum Schaden meines Körpers. Denn wenn ich mit 4, 5 Jahren Fußball spiele, das dürfte ich eigentlich nicht sagen als Ex-Präsident, aber ich sage einfach mal, das sind stumpfe Bewegungen und medizinisch weiß ich nicht, ob das immer der richtige Weg ist. Besonders gut in der Aufbauphase des Kindes. Ja. Das ist richtig. Jetzt kommen wir mal zur Schulzeit. Ja. Das hieß ja damals auch noch Volksschule. Ja. Du bist dann in die Volksschule, aber jetzt in Welse in die Volksschule gegangen, ja, oder auch nicht? Doch, in Welse, da hatten wir eine Volksschule, ja, zu dem damaligen Zeitpunkt auch bis einschließlich des 10. Schuljahres. Aber ich war dann vom Schuljahr 1 bis zum Schuljahr 4 in der Grundschule in Welse. Da konnte ich eigentlich mit 5 Schritten hingehen, das war auf der anderen Seite. Da oben, ja, und dann siedelte ich über in die Realschule nach Gaden. Ja. Das war damals so, wenn du in Welse wohntest, konntest du nur in die Gustav-Friedrich-Meyer-Schule am Brok in Gaden zur Schule gehen. Ja. Das gab es nichts anderes. Mhm. Aber man höre und staune, ich bin in die Grundschule erst mit 7 gekommen, das wollte meine Mutter unbedingt, und dann entsprechend nach 4 Jahren dann in die Realschule in Gaden. Und da war dann mit der Schule Schluss? Ja, am Ende der Schulzeit war das so, da hatte ich die Voraussetzungen für ein Wirtschaftsaufbaugymnasium. Das wollte meine Mutter sehr, aber ich wollte das nicht so gerne, sondern ich wollte eigentlich damals nach der Schule jetzt möglichst in den Beruf gehen. Und mein Berufswunsch war immer Schornsteinfeger. Schornsteinfeger. Hast du das auch umgesetzt? Nein, das habe ich nicht umgesetzt. Welche Lehre hast du da begonnen? Ja, das war die Zeit, dort gab es 2 Kurzschuljahre hintereinander. Da sollte der Beginn des Schuljahres verändert werden. Ja, und dann, meine Mutter hat dann gesagt, ja, du musst aber, guck deinen Vater an als Maurerpolier. Wenn der um 18 Uhr zu Hause ist, dann ist er schon müde von draußen. Und das sollst du möglich. Und dann wollte sie natürlich was in Richtung Sicherheit haben. Das heißt, Landesregierung, Finanzamt, Bundesbahn, Bundespost, Provinzial und Landesbrandkasse. Und auch damals, gerade durch die 2 Kurzschuljahre hintereinander, war das nicht ganz so einfach, so etwas zu bekommen. Und da hat mir dann das erste Mal der Fußball geholfen. Bei der Landesbrandkasse musste ich eine Aufnahmeprüfung machen. Und da war der Personalchef Günter Blödern dabei. Der sagte, Mensch, haben Sie nicht letztens in der B-Jugend von VfB in Bordesholm gespielt? Ja, sag ich, da habe ich mitgespielt, ja. Und einige Tage später bekam ich dann die Zuweisung, dass ich dort lernen durfte. Und die Landesbrandkasse war damals oben in der Gartenstraße und war eines der Unternehmen, die nachher fusioniert haben, nämlich die Provinzial, die war am Sophienblatt und die Landesbrandkasse war in der Gartenstraße. Und dieses Unternehmen hieß eigentlich Familie Brandkasse. Mhm. Warum? Weil dort waren Menschen, die haben ein wirklich über den persönlichen Kontakt ganz entscheidend gefördert. Da kam dann eines Tages Wilhelm Holz aus Gaden an und sagte zu mir, was machen Sie denn, sie hat jetzt noch gesagt, was machen Sie denn am Sonnabend? Ja, ja, sag ich, weiß ich eigentlich, bin ich zu Hause. Dann können Sie mal zu mir in den Garten kommen, nach Gaden und können meinen Garten umgraben. Ja, das wurde gemacht, das habe ich gemacht. Und der zweite Schritt war, ich durfte schon mit 16 mit einer Sondergenehmigung in der Betriebsmannschaft der Landesbrandkasse spielen. Ja. Und da spielte ich mit dem Personalchef dann der spielte vor mir im Mittelfeld, ich spielte hinten. Und da musste man in dem Spiel Herr Blödorn zu ihm entsprechend sagen. Aber das sind alles Dinge, die charakterisieren diesen Ausdruck Familie Brandkasse. Ja. Ja. Die brauchten keine Führungsseminare, sondern da wurde das gemacht. Einmal im Monat wurde in die Wilhelminenstraße gegangen, in die Gaslaterne. Ich war noch ein bisschen jung, hatte eine Extragenehmigung von meinem Vater und von meiner Mutter. Und da hat man eigentlich diese Dinge. Und ich muss das einfach erzählen, mittags um 12 ging man wie im Entengang zum Mittagessen. Ja. Und man saß, der Abteilungsleiter saß einem gegenüber, der Stift, also der Lehrling, saß auf der anderen Seite. Es wurde gemeinsam begonnen, es wurde entsprechend aufgefüllt und wenn die Nachttischschüssel
fast leer waren, hat der Chef dann den Löffel genommen und hat ihn dir entsprechend gegeben. Aber du glaubst nicht, was in diesen Mittagsgesprächen dort vermittelt wurde. Und ein weiteres kleines Beispiel daraus. Am Freitag gab es immer Fisch in der Landesbrandkasse. Was haben die Leute gemacht? Die haben dich zum Kaufmann geschickt und du musstest dann einkaufen. Mann Kurzen, Mann Jägermeister. Aber die haben dir nicht 5 D-Mark mitgegeben. Nee, die haben dir einen 50 D-Mark-Schein mitgegeben, weil du einfach dann abrechnen solltest. Auch das gehörte dazu. Das war deren Philosophie. Und ich denke, das war eine tolle Zeit, die 3 Jahre, die ich dort gelernt habe. Man muss dazu aber auch wissen, dass ich fast die Hälfte der Lehrzeit in der damaligen Lochkartenabteilung war. Ja. Das war ein Vorgänger der IT, der EDV-Abteilung. Da war der ganze Versicherungsbestand, deshalb habe ich so einen starken Händedruck, auf Lochkarten. Und da wurden dann am Jahresende, das nannte man Hebung, die ganzen Rechnungen geschrieben und so weiter. Also das war eine tolle Zeit, wo ich ganz viele Menschen kennengelernt habe, die heute noch meine Freunde sind. Die Lehre war zu Ende, Lehre gut abgeschlossen, dann gingst du zur Bundeswehr. Nach der Bundeswehrzeit bist du dann zurückgekommen und bist dann dort wieder angefangen, wo du vorher gearbeitet hast, oder hast du einen anderen Arbeitgeber mittlerweile? Nein, ich bin wieder zurückgekommen zur Landesbrandkasse, bin bei der Bundeswehr gewesen in Lager Lechfeld und in Pinneberg und war dann in Schleswig auf der Freiheit und war dort im Fernmelderegiment 34 und war oben in Ascheffel, bei Brekendorf ist das, da war so eine Radarstellung und da haben wir auf den Radarschirm geguckt, ob wir irgendwelche Grenzverletzungen, insbesondere da gab es ja noch die Zonengrenze, und wir haben den gesamten Luftraum Südskandinavien und gesamten Norddeutschland dann entsprechend überwacht. Das war eine tolle Geschichte, das war im Schichtbetrieb. Ich hatte viel Freizeit und ich habe jeden Monat über 100 Stunden in der Landesbrandkasse arbeiten dürfen. Das hatte den entscheidenden Vorteil. Ich bin nie aus dem Beruf rausgekommen. Im Gegenteil, ich habe etwas weiter mit aufbauen können und habe noch nebenbei ein wenig Geld verdient. Ja. Aber aus meiner Bundeswehrzeit, da gibt es eine Anekdote zu erzählen. Ich habe einen sogenannten Kurzunteroffizierslehrgang gemacht. Ich war ja nur 18 Monate dort und da habe ich gesagt, da wirst du ja nicht dümmer durch. Und dann bin ich nach Eggebeck gegangen und habe das gemacht. Und einmal in meinem Leben habe ich Unteroffizier vom Dienst gehabt. Da muss man in dem Block sein. Ich sitze da, Telefon geht. Ja, der Bundesverteidigungsminister kommt Sie gleich besuchen. Ja. Ich denke, oh, was ist das? Ja, ich melde Unteroffizier Bayer. Da war das Schmidt-Schnauze, Verteidigungsminister Schmidt. Das war, sagt er, wie lange haben Sie sich denn verpflichtet? Ne, sag ich, Herr Minister, ich bin Wehrpflichtiger. Und das hat er gar nicht so recht raffen können, aber es war ein tolles Erlebnis mit dem Mann dort damals vor Ort in Schleswig. Ja, und durch diese 100 Stunden, die ich arbeiten konnte, habe ich nie eine Wiedereinarbeitungszeit und ich bin selbstverständlich zu dem Arbeitgeber zurückgegangen. Und da hattest du eine besondere Ausbildung, aber da mal ein paar Worte zu. Ja, das darf ich sagen. Ich habe in der Landesbrandkasse Lochkartenabteilung gemacht und dann gab es die Fusion zwischen der Brandkasse und der Provinzial, nachher mit auch in dem Einzug oben hier am Sophienblatt in das neue Gebäude, und da wurden die IT-Abteilungen zusammengelegt und dann sollte ich Programmierung machen und das lag mir nicht so sehr, und dann auch wieder ein Ereignis, bin ich mit dem Vertriebsvorstand Direktor Rieder im Fahrstuhl gefahren und der fragte mich, was machen Sie eigentlich in diesem Unternehmen? Da habe ich ihm das dann gesagt, auch dass ich mich da nicht so ganz wohl fühle. Ja, den nächsten Tag hatte ich bei dem einen Termin und bin dann in das Vertriebsressort gewechselt. Und in diesem Vertriebsressort habe ich im ersten Schritt Organisation gemacht. Das heißt, damals war es schwer für die Fachabteilung, sich der Sprache der EDV zu bemächtigen. Das habe ich im ersten Schritt gemacht. Und dann habe ich etwas machen dürfen. Ja, da haben mich, glaube ich, viele in dem Unternehmen beneidet, dass ich von Vertrieb Ahnung hatte, dass ich Ahnung hatte von EDV. Und wir haben in der
Provinzial Brandkasse, so hieß das Unternehmen in der Zwischenzeit, ja, dann sogenannte Agentursysteme entwickelt. Wir haben ja nach HGB 84 selbstständige Außendienstvertreter, das sind unsere Bezirkskommissariate, und für die haben wir eine IT entwickelt. Mhm. Das heißt, zunächst im Bereich Client-Server. Das bedeutet, dass die ganzen Daten zentral liegen, aber nochmal dezentral, und dass die miteinander verbunden waren. Und da haben wir etwas, ja, in Europa Einmaliges gemacht, nämlich eine Anbindung, wenn das einer hört, der lacht sich tot darüber, über eine MDB 1200 Baud. Über eine ganz einfache Telefonleitung haben wir die Daten draußen aktualisiert. Ja. Das war der erste Schritt. Und mein Job dabei war in erster Linie, die Inhalte zu füllen, nämlich die ganzen administrativen Dinge wie Textverarbeitung, wie Terminverarbeitung, aber insbesondere die Angebote, dass man zu dem Kunden gehen konnte und dem entsprechend ein maßgeschneidertes Angebot machen. Das wurde aber speziell im zweiten Schritt dann noch verfeinert, dann war es nämlich eine Internetanbindung, und diese Internetanbindung hat es dann ermöglicht, dass man bei dem Kunden die Hausratversicherung aufgenommen hat und über einen Blindflug sind die Daten in die Zentrale geflossen und daraus resultierte dann die Verarbeitung, das heißt, der Versicherungsschein kam über den Postweg dann zum Kunden. Das war etwas ganz Besonderes in Europa. Da haben wir ganz, ganz viele Veranstaltungen gemacht, ja, und ich denke, das war ein herausragendes berufliches Erlebnis, was ich dort machen durfte. Ja, da bin ich sehr dankbar für. Das war eine tolle Angelegenheit. Ja, ne? Das war Lund, jetzt kommen wir jetzt mal zum Fußball. Jetzt. Ja. Du hast natürlich auch weiterhin Fußball gespielt, hast dann aber auch deine Trainerlizenz B gemacht. Ja. Und nach Abschluss dieser Lizenz warst du als Trainer. Wo warst du oder wo bist du dann gelandet? Ja, ich habe natürlich Fußball gespielt, wie gesagt, im Jugendbereich bei VfB. Da hatte ich keine Chance in der ersten Mannschaft. Und da hat mich der damalige ehemalige Bundesligaspieler Manfred Greif, ja, mit vier anderen zu Union Teutonia gehört. Und da habe ich viele Jahre in der Landesliga Nord, das war damals die zweite Klasse, gespielt. Und dann bin ich noch mal auf ein Dorf gegangen, das in der Nähe von Preetz, Redwisch. Das war so eine zusammengeholte Mannschaft. Da habe ich dann immer 75 D-Mark Fahrgeld gekriegt, weil von Kiel musste man immer nach Preetz fahren. Und da sind wir von der A-Klasse bis in die Bezirksliga aufgestiegen. Eine tolle Zeit. Und während der Zeit habe ich dann meine Trainerlizenz gemacht in Malente bei Hans Merkle, dem früheren 1. Ja. FC Köln-Trainer, Schub Schub Hans. Tolle Zeit war das, mit so Größen wie Udo Boschmann, Eddie Schulz aus Eutin. Wir haben zusammen die Lizenz dort gemacht. Und dann hat mir, den ich lange kannte aus einer Adidas-Verbindung, Peter Karg, ja, gesagt, du, ich glaube, das ist nicht schlecht, wenn du in eine nicht gewohnte Umgebung als Trainer gehst. Ich weiß da einen. Und dann bin ich an die Autobahn gegangen nach Padenstedt. Ja. Und Padenstedt hatte damals eine A-Jugendmannschaft, die war herausragend im Kreis, und die habe ich dann übernommen, habe ich 3 Jahre trainiert, und wir sind auch dann in die nächste Klasse aufgestiegen mit vielen tollen Spielern, die wir hatten, die dann alle nachher mindestens Verbandsliga, wenn nicht Oberliga, gespielt haben. Das war meine erste Station. Dann kam eine ganze Zeit, dass man beruflich sich orientieren musste, eine entsprechende Weiterentwicklung des Ganzen, und da musste man den Sport ein wenig an die Seite stellen. Und dann habe ich in einem zweiten Schritt den TSV Flintbek trainiert, und nach der Trainerzeit beim TSV Flintbek hat man mich dann nochmal zurückgeholt nach Padenstedt. Die Spieler, die dann alle weg waren damals und in höheren Klassen gespielt haben, waren wieder da. Und ja, und das war ein Verein, da habe ich heute noch einen guten Draht zu. Und das Wichtigste, da habe ich meine zweite Frau auf dem Sportplatz kennengelernt. Na, siehste, ist ja auch was Schönes. Sehr schön. Also, ja, also, was der Fußball alles ausmacht. Ne? Der macht sehr viel aus. Ja. Und dann bin ich gegangen zum TSV Schönbeck an der Ostsee oben, und auch dort habe ich eine A-Jugendmannschaft übernommen und habe sie in den Ligabereich hineingebracht, und das war auch eine sehr, sehr schöne Zeit.
Dann wurde ich stolzer Vater von zwei Mädels. Ja. Und da habe ich dann eher das ein bisschen an die Seite gestellt mit dem Trainer und habe mich auf mein Familienleben konzentriert. Dann kam der Kreisfußballverband. Ja. Und dann ging es aber auch Schlag auf Schlag weiter. Ja. Und das war natürlich neben deinem Beruf natürlich jetzt auch die ehrenamtlichen Tätigkeiten. Konntest du die auch alle ausführen? War das so eine Absprache mit deinem Arbeitgeber, dass du da freigestellt warst? Oder wie war das? Ja, das fing alles an, dass der Bürgermeister, der ehemalige Bürgermeister von Schönberg, Jochen Schröder, dann eines Tages, der war Vorsitzender des Kreisfußballverbandes Plön, und er sagte, Mensch, sagt er, du kannst das doch alles, kannst du bei uns nicht den Spielausschussobmann machen? Ja, sag ich, Jochen, ich muss das mit meiner Regierung besprechen, meine Frau, und dann werden wir das wohl hinkriegen. Das waren auch nur 4 Staffeln. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich dann gemacht. Ja, und dann gab es ein Ereignis in Stein. Da hatte dieser Kreisfußballverband 50-jähriges Jubiläum. Und da ich das beruflich oft gemacht habe, habe ich dann so einen Festvortrag Fußball im Wandel der Zeit dort gehalten. Und in der ersten Reihe, in diesem Abstand hier, saß Hans-Hermann Süttel, ja, unser Ligaobmann vom VfB. Ja, der kam nach diesem Vortrag zu mir und sagte, Mensch, Lutten, sagt er, du kannst das doch alles so mit IT und EDV, kannst du mir denn da nicht mal helfen? Wir sind jetzt im Aufbau des Ganzen. Hans-Hermann, du weißt, sag ich, du hast viel für mich gemacht, da mache ich auch was für dich. Naja, habe ich dann mit meiner Frau alles abgesprochen. Und dann habe ich den Einstieg gehabt, zunächst beim Schleswig-Holsteinischen Fußballverband, und habe dort den EDV-Beauftragten. Das war die Zeit, wo von Niedersachsen ausging ein Sportinformationssystem. Das heißt, es war ein System, wo man einheitlich über ganz Deutschland eine Planung des Spielbetriebes machen konnte mit einer Ergebniseingabe. Mhm. Das habe ich in Schleswig-Holstein gemacht, und dann bin ich ja durch Deutschland gezogen und habe diese Dinge gemacht. Ich war so ein bisschen der Pionier. Und dann kam Dr. Zwanziger, der damalige Schatzmeister des DFB, auf mich zu und meinte, ja, sagt er, aber es wäre gut, wenn Sie bei uns in der IT-Kommission des DFB, und das war dann mein erster Job beim DFB, wenn Sie uns dort unterstützen können. Ja, sag ich, Herr Dr. Zwanziger, das mache ich. Und so war denn mein Einstieg im DFB, im Norddeutschen Fußballverband. Und ich habe dieses System dann, und da war ich auch sehr dankbar rüber, weiter vervollständigen können. Denn wenn man Spielausschussobmann ist, dann weiß man, wie wir eine Spielplanung machen und die ganz mit Schiedsrichteransetzung. Und da ist heute, das ist vielen ja bekannt, das sogenannte DFB-Net draus entstanden, wo eigentlich heute während des Spiels über Live-Ticker, also wenn heute, war ich jetzt am Sonnabend Fortuna Welse gegen TSV Reisdorf spielt, denn sind während des Spiels schon die Ergebnisse, die Torschützen, die Aufstellung, ist alles da. Ist eine wunderbare Geschichte. Und das war eigentlich mein Einstieg, nämlich etwas, das ich aus dem Beruf mitgebracht habe, was ich konnte, dort in die Sportorganisation einzubauen. Gut, wenn man umsetzen kann, was beruflich ist, in so einem Bereich, dann hat man natürlich Riesenvorteile. Das ist ganz klar. Kommen wir jetzt mal zum Präsidenten. Wie ergab sich das denn? War das ein Bestreben von dir oder war das wieder jemand, der gesagt hat, Mensch, du wärst doch der Richtige? Und war das für dich auch so ein Wunsch oder hat sich das einfach ergeben? Ja, das hat sich ergeben über die Zeit, und man sagt da wohl zu, das hat mich so ein bisschen leckerfzig gemacht. Also ich habe ja erlebt als Präsidenten, Peter Ehlers, das war mein ganz, ganz großes Vorteil. Ich habe dann Erdmann Fischer gehabt, und Erdmann Fischer hatte rechtzeitig signalisiert, dass er dann mit 70 auch gehen wollte. Und dann gab es natürlich Fürsprecher. Es gab auch keinen weiteren Interessenten. Und dieser Verband, der musste eigentlich auch eine Modernisierung erfahren. Wir hatten in dem Zeitpunkt, als ich dort als IT-Beauftragter eingestiegen bin, nicht mal einen Geschäftsführer. Es waren 2 Damen, die dort gearbeitet haben, die das Passsystem. Hans-Hermann Süttel hat den Geschäftsführer nebenberuflich gemacht. Und wir haben dann diesen Verband,
Und da habe ich auch aus dem Beruf insbesondere das Thema Marketing ja mitgebracht, sehr, sehr modernisiert. Wir haben zum Beispiel eine Vermarktungsgesellschaft gegründet. Das war vorher beim Landessportverband, bei der SEMSH zentriert. Da mussten wir Provision zahlen. Das haben wir bei uns eingebracht und haben auch das Glück gehabt, dass wir große Partner für den Fußball gewonnen haben. Ich nenne einfach mal, das ist keine Schleichwerbung, aber die Provinzialwerbung oder die Flensburger Brauerei. Das sind Premium-Partner noch heute. Und aus dem Grund, dass man nicht die Gemeinnützigkeit verlieren sollte, haben wir diese Marketinggesellschaft dann entsprechend gegründet. Mhm. Und ich habe dann, das gebe ich ehrlich zu, immer mehr Spaß an dem Job. Dann war zuerst Vizepräsident, dann war ich Präsident. Zwischendurch war ich noch mal Pressechef. Ja. Und da habe ich einen großen Kontakt zu den Medien hier in Schleswig-Holstein gehabt. Und ja, und insbesondere das Jahr 2006, da war ich Vizepräsident und da habe ich ganz, ganz viel in Schleswig-Holstein gemacht. Der Fußball lässt sich sehr leicht verkaufen mit Prominenz. Ja. Und wir haben aus der Nachhaltigkeit der Fußball-Weltmeisterschaft beispielsweise sogenannte kleine Spielfelder gehabt, so Kick mit so auf Größe eines Handballfeldes. Das war auf Kunstrasenbasis. Da haben wir 33 in Schleswig-Holstein gekriegt. Und da bin ich durch Schleswig-Holstein gereist und habe mit Andreas Brehme, mit Choupo Moteng, solche Leute habe ich dann entsprechende Plätze eingewiesen. Aber ich habe eins gemacht. Ich stamme aus der Basis und ich bin immer wieder zurück auf die Sportplätze gegangen. Denn man muss immer wissen, wo man herkommt. Ich habe natürlich seit 2007 jedes Länderspiel in Deutschland gesehen. Aber mir war es immer wichtig, den Kontakt zu unserem Verein. Dort wird Fußball gespielt. In der Bundesliga, das kannst du in der Zeitung lesen. Ja. Und das habe ich eigentlich immer sehr befürwortet. Zusammen mit den Kreisfußballverbänden haben wir diese ganzen Dinge dann aufgebaut. Tolle Erlebnisse gehabt und in diesem Präsidentenamt habe ich ein ganz besonderes gehabt und wir haben eingangs ja in dem kleinen Vorgespräch darüber gesprochen. Eines dieser Fußballfelder wurde eingeweiht auf der Insel Pellworm und kein geringeren als Uwe Seeler. Ist mir an die Hand gegeben und wir beide haben das dort eingeweiht. Das ging dann mit der Fähre von Nordstrand rüber nach Pellworm. Wir kamen an mit dem Dampfer. Es stand eine Pferdekutsche dort und mit der Pferdekutsche sind wir erstmal zum Leuchtturm gefahren. Der hat uns empfangen und dann mit dieser Pferdekutsche auf dieses neue Spielfeld. Ja. Es waren rund 700 Zuschauer auf Pellworm da, die sind natürlich wegen Uwe Seeler gekommen. Ja, und dort haben wir das Spielfeld dann eingeweiht. Und das war die Zeit, wo unser Uwe diesen schweren Unfall im Elbtunnel hatte, wo er dort angedatscht wurde und wo er schwere Rückenprobleme hatte. Und ja, haben wir dann alles wunderbar abgewickelt. Seine liebe Frau war mit und sein Enkel. Kind war auch mit, das war toll. Und dann sagt der Bäckermeister zum Schluss, ja, sagt er, aber ihr müsst nicht mit der Fähre zurückfahren, ich fahre euch rüber mit meinem Schnell, mit meiner Rennziege. Na, sag ich, das ist ja gut. Habe aber nicht daran gedacht, dass so ein Boot so stoßartige Bewegungen ja macht. Naja, und mein Uwe saß dann ganz in der Ecke und hatte, ich sage, nun, Fummer, bin langsam hier, sag ich, der hat doch große Schmerzen. Probleme, so. Und dann kam, und das habe ich, was ich jetzt erzähle, habe ich noch nie in der Öffentlichkeit erzählt, aber ich erzähle es heute. Dann kam die Ehefrau von Uwe auf mich zu und sagte, du, kannst du nicht vielleicht für Uwe auch mal irgendetwas? Und ich sagte, für Uwe würde ich alles tun, ich habe da auch eine Idee. Aber bei mir ist es so, ich mache keine Alleingänge. Alle Erfolge, die wir erzielen, die erzielen wir im Team und das muss ich abstimmen. Ja. Gesagt, getan. Eine Woche später saß ich in Haagsheide am Sportplatz bei Uwe zum Frühstück. Und dann haben wir darüber gesprochen. Wir hatten damals Malente im Umbau. Wir haben die Verbandssportschule in Malente modernisieren müssen. Sonst hätten wir uns davon verabschieden.
Ich habe über 20er Peter Harry Carstensen oder den damaligen Innenminister Klaus Schlie dann entsprechende Kontakte gehabt und habe das finanzieren können. DFB hat auch was dazu beigetragen. Und das war natürlich der super Punkt, dass wir diese Sportschule in den Uwe Seeler Fußballpark haben nennen können. Und wenn man das einfach mal sieht, Malente macht Meister. Ich denke, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, was wir in Schleswig-Holstein haben. Wir haben einen Vertrag mit Uwe, den wir gerade vor 2 Jahren noch mal verlängert haben. Das heißt, keine Sportschule darf den Namen Uwe Seeler tragen. Wir dürfen aber auch keine unlautere Werbung damit machen. Und ich denke, das war ein tolles Erlebnis. Ich sehe Uwe jedes Jahr 2-mal, dann kommt er nach Malente. Und ja, wir haben auch ein besonderes Ritual. Der kriegt immer von mir eine Leberwurst. Die mache er so gerne, die hole ich ihm immer aus Krumbeck vom Moos und die überreiche ich ihm immer. Da freut er sich immer wahnsinnig über. Großartig. Das ist ein toller Mensch, ist das. Und schöne Geschichte. Gerade mit Uwe. Ich kenne ihn auch gut. Er war ja auch schon bei mir. Ja. Und wir kennen uns auch sehr lange. Ja, es ist wirklich ist ein toller Typ. Da gibt es überhaupt nichts. Jetzt nochmal zu deiner Tätigkeit bei der Provinzial, wo du ja dann auch dein Leben lang geblieben bist oder gewesen bist. Und eins müssen wir auch nochmal dazu sagen, Lutten, alles das, was du erzählt hast jetzt mit deinen Tätigkeiten und was du alles gemacht hast, dass das alles ehrenamtlich war. Und das möchte ich hier mal ganz besonders betonen, neben deiner beruflichen Tätigkeit. Du hast natürlich auch viele Möglichkeiten gehabt durch die Provinzial, sonst kann man ja sowas nicht machen. Die waren sicherlich auch stolz darauf, einen Präsidenten zu haben vom SFV. Und in seinen Reihen und so ein Aushängeschild, das ist, warst du dann natürlich auch für die Firma. Das ist ja ganz klar, das kann man ja auch verstehen. Mhm. Hast du dann irgendwann mal gesagt, so jetzt ist auch Schluss mit 65 oder wann hast du aufgehört zu arbeiten? Also zunächst muss ich sagen, als ich 2007 das Präsidentenamt übernommen habe, habe ich ja noch bis 2011 gearbeitet. Ich bin diesem Unternehmen sehr, sehr dankbar. Das hat mich in jeglicher Art unterstützt. Das muss ich wirklich zum Ausdruck bringen. Viele Dinge sind natürlich über Urlaub oder über Gleitzeit entsprechend draufgegangen. Ja. Aber das hat man alles sehr ordentlich hingekriegt. Ja, und dann gab es eine Zeit, ich bin 48 Jahre bei dem Unternehmen gewesen, also Landesbrandkasse, Provinzial ist ja eine Organgemeinschaft. Ich war immer zu feige zu wechseln. Ich hatte natürlich Angebote von der IBM oder von Siemens damals. Ich habe das nie gemacht. Ich wusste, was ich hier hatte und hier habe ich meinen Freundeskreis, hier habe ich den Sport und das alles gemacht. Und ich denke einfach, das war auch der richtige Schritt. Ja, und dann wurde ich 57 Jahre alt und da kam das Unternehmen auf mich zu mit einer Altersteilzeitlösung, die damals noch vom Staat unterstützt worden sind. Und da war dann die aktive Phase von 57 bis 60, da habe ich weiter gearbeitet, zu gekürzten Bezügen, das ist ja das Prinzip. Mhm. Und von 60 bis 63 habe ich dann die passive Zeit gehabt, wo ich dann eigentlich zu Hause war. Wenn man noch mal ein bisschen ausgeholfen in bestimmten Themen. Aber ich war eben ein freier Mann und das hatte auch etwas mit Lebensqualität zu tun. Auf jeden und Fall. Dann kam das Jahr, oder wurde ich 63 und dann war Sonne, Stern und Mond auf einmal da. Ja. Weil dadurch, dass ich eben 45 Jahre hatte und gerade das Gesetz verabschiedet wurde, 63 ohne Abzüge und ich war einer der Ersten, der das in Anspruch genommen hat. Das war natürlich eine tolle Situation und gebe auch zu, natürlich, um auf die eine der letzten Fragen zurückzukommen, natürlich habe ich mir auch überlegt, was machst du eigentlich, wenn du mal in Ruhestand bist? Und das war auch mit einer Entscheidung dafür, dieses Präsidentenamt dann entsprechend zu machen und so tolle Erlebnisse gehabt. Ich denke einfach mal, ich glaube, dass ich das richtig gemacht habe. Das war gelebtes Leben, für das ich sehr, sehr dankbar bin. Kannst du auch. Und du hast natürlich viel erlebt und auch viel gesehen und das ist doch schön. Da war dein Schritt
den du gemacht hast. Ich denke mal, das war der Richtige und du siehst ja auch blendend aus und wirst auch noch viel von deinem Leben haben. Luden, schön, dass du uns so viele schöne Dinge erzählt hast über dein Leben, über deinen Lebensablauf, auch über die sportlichen Bereiche. Kommen wir jetzt mal dazu, in deiner Ruhezeit, die du jetzt erreicht hast, gibt es dann auch ein Hobby, was du hast? Ja, das ist noch einmal verstärkt worden durch die Pandemie. Ich habe zwei große Grundstücke nebeneinander in Kiel-Welse und da mache ich auf der einen Seite den Hausmeister, auf der anderen Seite fange ich das Gärtnern an. Ich habe ein großes Gewächshaus, dort habe ich Gurken, dort habe ich Tomaten, dort habe ich Radieschen und das hat durch die Pandemie natürlich nochmal einen anderen Anstrich bekommen, ja. Und das mache ich sehr gerne. Aber ganz ohne Fußball geht das Ganze nicht. Ich gehe also regelmäßig zu Holstein, neuerdings auch zu THW, da habe ich jetzt auch eine Dauerkarte für. Ich gehe aber auch auf die kleinen Plätze, gucke mir das an und das mache ich nach wie vor, so ganz ohne Fußball geht das ja nicht. Und ich merke das, wenn ich in Flensburg oder Lübeck bin, war ich jetzt beim Derby gegen Phoenix. Da bin ich, ich merke es zumindest, ein gern gesehener Gast. Und das sind eigentlich so meine Hobbys. Ich fahre Fahrrad, aber ich habe ja noch einen Job beim DFB. Ich bin vor 14 Tagen ausgeschieden als Finanzchef beim Norddeutschen Fußballverband. Ja. Und der letzte Job endet am 11. März, da ist der DFB-Bundestag. Und dann gehe ich nach 12 Jahren in der Revisionsstelle dann auch in den Fußball-Ruhestand, weil man den Job nur 12 Jahre entsprechend machen kann. Ende wohlverdient, das möchte ich dazu beifügen. Ja. Gibt es denn in deinem Leben, du hast ja so sehr viel erlebt, sage es immer wieder bei meinen Gästen, gibt es irgendwas Besonderes, ein besonderes Ereignis, wo du sagen kannst, ja, das eine und das andere, aber da gab es was. Ja, es gab, ich will das mal unterscheiden, im Privaten, im Beruflichen und im Sportlichen. Ja. Im Privaten ist es einfach das größte Glück, wenn man bei der Geburt seiner Töchter dabei sein darf. Ja. Das berührt mich dann auch immer besonders. Das war was ganz, ganz Großartiges, dass ich persönlich dabei sein durfte und die Nabelschnur durchschneiden durfte. Wunderbar. Das war schon ein ganz besonderes Ergebnis, zumal ich da schon 42 war. Ja, im Beruflichen habe ich ja auch viele Vorträge halten können über diese spezielle Geschichte. Und eines Tages mit meiner Frau zusammen führte uns das mit dem Laptop-Hersteller Compaq nach Portimão in Portugal. Mhm. Und da habe ich dann einen Vortrag gehalten, wie wir dann die Welt in Mecklenburg-Vorpommern, da ging es so ein bisschen Öffnung der Grenzen und was macht man in den neuen Bundesländern. Und da habe ich damals die ganze Organisation mit IT ausgerüstet. Ja, und der Moderator war Fritz Pleitgen. Ja. Und er sagte dann, sagte Herr Mayer, eins fällt mir wahnsinnig schwer. Jetzt war ja Otto Graf Lambsdorff an der Reihe und nun kommt Hans-Ludwig Mayer. Da fällt mir kein Übergang ein. Ja, sage ich, das ist, glaube ich, auch sehr, sehr schwierig. Ja. Ich habe aber einen, sage ich. Wir beide entstammen der gleichen Branche. Herr Dr. Lambsdorff war Aufsichtsratsvorsitzender bei der Signalversicherung in Düsseldorf und war unser Hauptkonkurrent in Mecklenburg-Vorpommern. So war dann diese Geschichte auch wiederhergestellt. Das war ein tolles Erlebnis. Da hat Compaq also großartige Leute eingeladen nach Portimão und zurück ging es von Portimão nach Faro zum Flughafen mit einem Segelschiff entlang der Küste. Und da hat man natürlich mit so Leuten wie Karl Carstens, der auch dabei war, der die politischen Themen rübergebracht hat. Dann war der Wirth von dieser Schraubenfabrik, der auch das rübergebracht hat. Das sind alles Erlebnisse, die sind schon einmalig. So im Sportlichen, da könnte ich jetzt bis heute Abend erzählen, weil wenn man alle Länderspiele gesehen hat, wenn man seit 2006 bei jeder Weltmeisterschaft dabei gewesen ist, und da war sicherlich das Herausragende, die Weltmeisterschaft in
Südafrika. Ja. Dort waren wir die ganze Zeit bei der Mannschaft dabei. Das war immer dieser Bonbon, den wir für unsere ehrenamtliche Arbeit bekommen haben, eben bei diesen Weltmeisterschaften, bei diesen Länderspielen dabei zu sein. Ich weiß noch, wie heute, möchte wohl gerne Präsident werden, der Peter Peters. Wir waren dann im Krüger-Nationaltag und wir beide haben uns so angeregt und erhalten und sind einmal in die Savanne gegangen. Da kam 20er angelaufen und sagt, um Gottes Willen, kommt her, sonst kommt der Löwe und holt euch. Das waren so entsprechende Dinge. Ja, und da war noch ein besonderes Erlebnis. Das war dann am vorletzten Tag, da wollte ich meiner lieben Frau ja auch ein Geschenk. Wir wohnten da in Pretoria, da haben wir im Hotel gewohnt und wollten in die Stadt gehen und ein Geschenk holen. War nicht, konnte man nicht so frei gehen. Aha. Da sind dann Gerald Asamoah und der frühere Elber, Giovanni Elber, von, ja. Wir sind dann zu dritt mit Bodyguards in diese Stadt gegangen und haben dort was. Das war so kriminell, da war vom Hotel das Stadion in Pretoria, da spielte Kamerun gegen Dänemark und das konnten wir uns ja auch ansehen. Da war nicht zu Fuß hin, sondern wir mussten mit dem Bus rumfahren, mussten dort durch die Sicherheitschecks. Und da weiß ich noch wie heute, da sind dann 4, 5 Leute sind zu Fuß vom Stadion nach Hause gegangen. Die haben aber einen Einlauf von Wolfgang Niersbach bekommen. Ja. Natürlich Brasilien, die Weltmeisterschaft dabei zu sein. Da wurde ich gerade 63, als Philipp Lahm nach unserer Zeit den Pokal überreicht habe. Das war ein besonderer Sitzpunkt, wo wir saßen. Ich habe sie gerade gestern im Fernsehen gesehen. Wir saßen mit den ganzen Spielerfrauen und ich habe ein sehr intensives Gespräch mit Kathi Fischer geführt, die von Hummels, die Ehefrau. Das war eine tolle Umgebung. Nach dem Schlusspfiff kamen die Spieler zu ihren Frauen, nicht zu uns, aber man hatte den unmittelbaren Kontakt. Das war ein tolles Erlebnis. Und ich habe dann gesagt, wir sind da hingeflogen und dann in der nächsten Nacht nach dem Spiel auch wieder zurück. Aber ich bin in den Favelas gewesen. Ich bin bei dem Denkmal da oben am Zuckerhut gewesen mit dem Hörmann und mit dem Horst S. Schmidt, zu dem ich eigentlich einen sehr guten Draht hatte. Aber es gab ein Ereignis, das hat alles überstrahlt. Und das war zweigeteilt. Es gab einmal in Malente eine Werbeveranstaltung von Mercedes. Dort hat Horst Eckel als Trainer renommierte Nationalspieler wie Andy Brehme, Hansi Müller, Sepp Maier. Ein Spot wurde dort gedreht und in der Kabine sagte dann Sepp Maier zu mir, du heißt ja nun auch Maier, aber eins, sagt er, das musst du mir versprechen, diesen Standort hier, Malente, den musst du erhalten. Ich sage, ich werde alles dazu tun, ich habe die gleiche Denke. Bevor die Nationalmannschaft 2014 nach Brasilien gereist ist, gab es das Fest der Weltmeister auf den Rheinterrassen in Düsseldorf. Mhm. Und das war für mich eines der herausragendsten Ereignisse der Gestalt. Es saßen da von 54 noch zwei, Horst Eckel und Hans Schäfer. Ja. Dann saß von 1974 fast die gesamte Mannschaft. Und ich durfte an diesem Tisch mitsitzen. Ja. Warum? Das kommt gleich. Und dann die 90er-Mannschaft mit Matthäus und so weiter und so fort. Und dann wurde durch dieses Programm moderiert. Und dann kam Sepp Maier auf die Bühne und berichtete dann, kannst du dich vielleicht daran erinnern, es gab mal diesen Ausflug von Malente nach Hamburg zu den Ehefrauen. Ja. Und dann gab es in unserem Zimmer, ja, da war der Geist von Malente entstanden. Ja. Und darüber referierte Sepp Maier, der ja auch in dem VW der Polizei war, der nach Hamburg ins Europa-Hotel gefahren ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Und da vorne, und er zeigte auf mich, sitzt derjenige, der versuchen wird, Malente zu erhalten. Das ist ein historisch ganz wertvoller Ort. Aber damit noch nicht genug. Wen hatte Wolfgang Niersbach, der war damals Präsident, eingeladen? Kein geringeren als Udo Jürgens. Das war so herrlich, das war ja ungefähr ein Vierteljahr, bevor Udo dann verstorben ist. Und er saß an seinem Klavier und hat natürlich die Fußballsongs gespielt. Das war einmalig. Und als die Session dann zu Ende ging, auch das Ritual hat es gegeben, stand Franz Beckenbauer auf und hat ihm den
Bademantel übergeben. Das war so toll. Dann haben wir am Tresenallee gestanden. Das waren ja meine Präsidentenkollegen und die Präsidiumsmitglieder. Und dann sagte Wolfgang Niersbach, der kommt ja aus Düsseldorf, erstmal eine schöne Rutsche Kölsch hier ausgeben. Ja. Was sagte Udo? Nee, sagt er, vorher müssen wir erstmal einen Absacker vorweg haben. Und er hat eine Runde Absacker da abgegeben. Also das war so ein tolles Erlebnis, mit diesen Menschen auf einer Höhe zu bringen. Man muss immer sehen, ich bin ein ganz kleiner Fußballer gewesen, der es aber geschafft hat, mit diesen Leuten sich zu unterhalten, auf eine Ebene zu kommen. Und ich denke, ich habe viel dafür arbeiten müssen. Ich habe es ehrenamtlich gemacht, bin aber ein ganz fairer Gesprächspartner und sage, für die Aufgabe in der Revisionsstelle, dass ich 12 Jahre mache, das ist mit sehr, sehr viel Arbeit. Dort habe ich eine kleine Aufwandsentschädigung bekommen. Okay. Das muss ich einfach, so fair muss man einfach sein. Aber auch das hat mir viel Spaß gebracht. Wenngleich das letzte Jahr sehr, sehr schwierig dort war, aufgrund der finanziellen Veränderungen, aber auch aufgrund des Images, was der DFB durch das häufige Wechseln der Führungsposition an den Tag gelegt haben. Mhm. Und das war sehr schwierig und da spielten natürlich Finanzen. Und die Aufgabe einer Revisionsstelle ist es, einfach dafür Sorge zu tragen, dass der DFB nicht in finanzielle Notlage geschieht. Das heißt, wir müssen den Jahresabschluss prüfen, müssen einzelne Dinge, das heißt alle finanziellen Transaktionen über 500.000, die müssen uns vorgelegt werden. Ist auch selbstverständlich, dass uns die Verträge der Bundestrainer, das ist schon ein interessanter Job, das habe ich auch sehr gerne gemacht, aber das wurde natürlich ein wenig honoriert. Wunderbar. Ganz prima. Schöner Abschluss war das. Du hattest schon eine Menge erzählt, ja. Und ich bin auch so ein bisschen stolz auf dich, dass du hier bist, was du alles erlebt hast. Als kleiner, wie du selbst gesagt hast, kleiner Fußballer und mit den ganz Großen zusammengesessen hast, und auch in den fröhlichen Runden. Lutten, ich wünsche dir für die Zukunft alles, alles Gute. Bleib so gesund, wie du jetzt bist und noch viel, viel Spaß am Fußball und mit dem Fußball. Und grüß zu Hause ganz herzlich, unbekannterweise. Ja. Und denke an dein Haus und an deine großen wirtschaftlichen Dinge, die du um das Haus herum zu tun hast, dass es dir weiterhin sehr, sehr gut geht. Ich darf mich auch sehr herzlich bedanken, dass ich hier sein durfte. Vielleicht erlaubst du mir 2 Sätze. Ich habe vieles gemacht, weil andere für mich auch etwas gemacht haben. Und besonders stolz bin ich auf eine Tatsache. Ich habe Fußball gespielt, ich habe Fußball vermittelt und ich habe Fußball gestaltet. Das ist sicherlich ein Triangel, was man nicht so schnell ein zweites Mal fehlt. Das war mir noch sehr wichtig, das zum Abschluss vielleicht zu sagen. Sehr, sehr schöner Abschluss. Ja. Sehr, sehr schön. Nochmal für dich alles, alles Gute und bleib so, wie du bist. Jo. Vielen Dank. Gern geschehen. Jo. So, meine Damen und Herren, das war mal nun ganz was anderes. Und in der nächsten Woche haben wir einen Verleger aus Hasse, der wohnt hier einmal um die Ecke. Carsten Frahm, der ist auch irgendwann mal auf die Idee gekommen, eine Zeitung zu machen. Und der machte Kiel Lokal, eine Zeitung, die mittlerweile auch einen großen Kreis hat. Der fängt mal mit Hasse an, aber er hat das erweitert und darüber wird er erzählen. Eigentlich macht er ganz was anderes. Und ich freue mich, dass er kommt, gerade so als Nachbar. Und ich sage Dankeschön, dass Sie heute dabei waren und würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Und bis dahin sage ich, bleiben Sie gesund, alles Gute. Und tschüss.